Ja, genau. Hallo nochmal auch von mir. Ich habe in meiner Geschichte mit Ostdeutschlandforschung auch mit dem Stadtschloss angefangen. Fiel mir gerade ein, aber mit dem alten noch, als es gesprengt wurde. Ich habe inzwischen zwei Schwerpunkte. Ich mache so Geschlechtergeschichte, späte DDR, speziell Männlichkeitsgeschichte und die Popkulturfrage sozusagen. Und da machen wir heute jetzt mal einen kleinen Ritt mit euch so. Also die Frage, wie werden diese ostdeutschen Erfahrungsräume in der speziell heute jetzt hier, na, ich sag mal im weitesten Sinne, populären Musik verhandelt. Und da gibt es jetzt einen kleinen Ritt. Und weil es um Popkultur geht, ja, gucken wir uns auch zwei, drei Videos an und ich würde einfach mal. Also es freut mich, dass manche von euch zumindest lachen können. Ich frage mich auch immer, ob ich lachen, ah ja, ob ich lachen oder weinen soll. Weil, also ich empfinde es durchaus als bedrohlich auf der einen Seite und was da gezeigt wird und auf der anderen Seite ja, ist es in dieser Überspitzung fast schon absurd irgendwie. Ne? Erstmal nur ganz kurz dazu. Also was wir hier so im Kern sehen, ist vielleicht so eine Verschmelzung von proletarisch männlicher Stärke mit so Symbolen von DDR-Herkunft zu so einer Art Underdog-Überlegenheit irgendwie. Und darauf kommen wir dann später nochmal zurück, das war jetzt erstmal der Wachmacher. Genau, weiter. Eine Typologie der jüngeren Populärmusik über den Osten steht hier auf meinem Zettel. Genau, also Thematisierung von Wendebrüchen, Transformationserfahrungen, ostdeutschen Lebensverhältnisse hat in den letzten 3,5 Jahrzehnten so durchaus unterschiedliche Konjunkturen erfahren, die man auch nochmal unterscheiden kann. Ich würde mich jetzt hier aber mal konzentrieren auf so die Entwicklung der letzten Jahre, so seit 2015 ungefähr. Und natürlich auch das, was für mich sichtbar geworden ist, ne? Also wenn ihr andere Sachen kennt, freue ich mich auch immer noch über Hinweise. So. Und wenn wir jetzt so auf die letzten, no, ungefähr 7 Jahre in diesem Zeitraum gucken, sehen wir da so, dass inhaltlich dominant ist in dieser Musik, in denen ostdeutsche Erfahrungsräume im weitesten Sinne eine Rolle spielen, dass da inhaltlich vor allen Dingen so Krisen und Problemfeststellungen von persönlich emotionaler oder auch so sozialgesellschaftlicher Prekarität ganz unverblümt im Mittelpunkt stehen. Und spannend finde ich jetzt dabei vor allen Dingen auch die Frage, welche Herangehensweisen es an diese Krisen- oder Problemfeststellung eigentlich gibt. Und wird da mal vier Haupttypen von Umgangsweisen mit diesen Krisen in der Musik unterscheiden. Los geht's. Achso, nee, genau, ich nenne die einfach erstmal. Das ist erstens Abgrenzung und Überlegenheit. Zweitens persönliche Aufarbeitung. Drittens geschichtlich-gesellschaftliche Aufarbeitung. Und viertens die gut gelaunte Wiederaneignung. Die kommt dann zum Ausstieg. Und der erste Typ Abgrenzung, teilweise auch mit Überlegenheitsgesten, ist so rein von der Anzahl her gar nicht mal unbedingt die häufigste. Also es gibt ein paar Beispiele, aber das macht gar nicht so die Masse aus. Genau, und das muss eher so hier hin zeigen. Na, ja, okay. Ja, ist das. Jetzt habe ich hier, das habe ich das Mikro zwischen meinem Mund und dem Zettel. Sehr gut. Ich nehme das mal in die Hand. So, genau. Danke. Genau, also Herangehensweise an diese Krisenerfahrung. Genau. Abgrenzung und/oder Überlegenheit. Also hier geht es vor allen Dingen um eine Betonung materieller oder einstellungsmäßiger Unterschiede, explizit vor allen Dingen in Abgrenzung zu Westdeutschland. Jetzt machen wir es richtig. So, jetzt ist konsequent. Ja, danke. Genau, also explizit geht es dann vor allen Dingen um Markierung von Unterschieden zu Westdeutschland. Implizit spielt da aber häufig auch Unterscheidung
so hinsichtlich, ich sag mal, Geschlechterrollen oder auch Lebensweisen eine Rolle, insbesondere auch Stadt-Land-Unterschiede. Und das Ganze kommt teilweise, nicht ausschließlich, aber teilweise auch in dem Gestus dieser Underdog-Überlegenheit einher, die wir halt gerade so paradigmatisch sehr extrem auch bei den Männern aus Stahl gesehen haben. Genau, und ich würde, ohne jetzt zu sagen, dass das unbedingt dasselbe ist, sagen, gibt es auch so, ich sage mal, kritische Reformen, die ohne diesen Überlegenheitsgestus auskommen. Da wäre jetzt zum Beispiel das recht aktuelle Lied Wittenberg ist nicht Paris von der Gruppe Kraftklub zu nennen. Ja. Genau, zweite Herangehensweise ist die der persönlichen Aufarbeitung. Das ist deutlich die häufigste Form, die ich jetzt so in der Musik gesehen habe. Und das meinen vor allen Dingen so autobiografisch geprägte Rückblicke auf ein schwieriges Aufwachsen in ostdeutschen Verhältnissen. Nicht ausschließlich, aber teilweise dann eben auch in einem Zusammenhang mit DDR-Familienbiografien. Also das sind dann tendenziell auch eher jüngere Menschen. Genau, und teilweise wird das explizit gemacht. Ich würde aber auch darüber hinaus sagen, dass hier fast immer Räume von diesen Umbruchs, Nachumbruchs, Transformationsschocks und deren unmittelbaren oder mittelbaren Folgen von den 90ern bis in die Gegenwart thematisiert werden. Also je nachdem, da geht es dann halt um die Kindheits-Jugendserfahrung in den 90ern bis halt zu Erfahrung auch in der Gegenwart. Genau. Und Motive sind dann hier gar nicht mal unbedingt Zentralarmut, würde ich sagen, sondern eher so ein Gefühl von Perspektivlosigkeit, so alleingelassen sein, sich durchkämpfen müssen, generell raue Verhältnisse. Bei den älteren Musikern auch Verlusterfahrungen oder schwierige Neuorientierungen nach dem Umbruch, aber auch Erzählungen von so einem Ausprobieren können in so dieser Nachumbruchszeit und Faszination von neuen Möglichkeiten, das gibt es durchaus auch. Sowie, ja, also ganz klar, viel rechte Gewalt. So. Genau. Und wenn das Ganze mit Verortungen in der Provinz zusammenkommt, sind dann auch echt häufig so Fragen von Gehen oder Bleiben ganz zentral. Also in unterschiedlichen Ausformungen und Antworten, die es dann darauf gibt. Genau. Und das fand ich auch ganz interessant, wo du meintest mit dem, was machen wir jetzt daraus? Weil ich habe das Gefühl, relativ oft ist das erstmal nur eine Benennung sozusagen dieser Umstände, in so ein Aussprechen dieser Erfahrung. Genau, und manchmal gehen die Songs aber auch einen Schritt weiter, so Richtung Reflexion persönlicher oder gesellschaftlicher Konsequenzen. Das ist aber noch eher die Ausnahme, würde ich sagen. Und Beispiele, insbesondere für Letzteres, was ich ganz interessant finde, ist Rapper Vandalismus, früher Disco Degenhardt, zum Beispiel mit den Liedern Rote Kirschen oder aktuell Maskulina. Romano ist bekannt, König der Hunde, das halbe Werk der Gruppe Ostberlin Androgyn, zum Beispiel die Lieder Kaputt oder Kati Witt, finde ich ganz interessant. Leipzig-Grünau, Morlock Dilemma, hat viel über Leipzig-West bzw. Grünau gemacht. Und das Aufwachsen da, oder aber zum Beispiel auch die, genau, dann eher so die ländlichen Räume, ich sage das so, weil es auch so in den Liedern dann thematisiert wird, Vorpommern bleibt Kampfsport von der Gruppe Hinterlandgang, das ist auch ungefähr das, was der Titel sagt, oder Muss los von Dizzy, der, glaube ich, aus Thüringen kommt. Genau. Dritte Herangehensweise, geschichtliche, gesellschaftliche Aufarbeitung. Hier gibt es natürlich viel Überschneidung mit sozusagen der Herangehensweise davor, aber so die persönlichen Erfahrungen sind hier eigentlich weniger zentral. Im Fokus steht hier stärker die Benennung und Auseinandersetzung mit den Folgen von gesellschaftlich problematischen Kontinuitäten rechter Gewalt. Ausgestaltung, Folgen und Erinnerung an den Umbruch selbst. Ist gar nicht mehr so ein Hauptthema, aber das kommt immer noch vor. Und halt auch Langzeitwirkung von sozialem Ausschluss, so Gefühlen von Perspektivlosigkeit und Armut. So Beispiele von Gruppen oder Liedern, die da mehr so diese gesellschaftliche Perspektive haben, ist zum Beispiel Zugezogen Maskulin haben viel dazu gemacht. Uwe und Heiko zum Beispiel oder die Lieder Steine und Draht. Die Gruppe Pisse mit dem Lied Scheiß DDR. Da geht es nicht nur um die DDR, sondern auch das, was dann später noch kam.
East German Beauties mit Ostalgie oder zum Beispiel auch Anger 1975, so als einer der wenigen Beispiele von einem Künstler, der auch aus einer migrantischen Perspektive das Ganze thematisiert. Sonne Ra ist das genau. Da geht es um die rassistischen Ausschreitungen in Erfurt 1975, beziehungsweise einem Umgang damit. Genau, und dann schon der letzte Punkt, letzte Herangehensweise, die gut gelaunte Wiederaneignung oder Aneignung. So, das sind Songs, die spezifische Städte, Regionen oder auch Ostdeutschland, beziehungsweise auch den Osten insgesamt, so in ihrer Vielfalt und Lebenswertigkeit irgendwie darstellen möchten. Ne? So, und das ist nicht immer, aber oft so wirklich dezidierte Abgrenzung zu Klischees, vermeintlichen Klischees von Ostdeutschland als rechts, arm etc. Also auch hier sieht man so, wenn die Leute so ein gute Laune Ostdeutschland-Lied machen wollen, dann kommen die fast nicht damit aus, sich auch in den Liedern irgendwie dazu zu verhalten. So. Genau. So, und da gibt es auch nochmal unterschiedliche Haltungen. Also das reicht dann von ich lebe trotzdem gerne hier, auch in Anbetracht der Probleme, Krisen, die es gibt. Oder auch so Haltungen von, die Klischees zeigen nicht das ganze Bild. Bis hin zu, die Klischees stimmen ja eigentlich gar nicht. So. Ein Beispiel für Letzteres ist zum Beispiel ein jüngeres Lied vom Rapper Finch. Jeder will dahin, heißt das. Guckt euch das mal an. Oder auch nicht. Guckt euch das alles an. Gruß aus der Zone von der Asiate und Zomik. Oder auch ganz interessant, Gib mir deine Hand vom Astro Ritter Kollektiv. Das ist auch eine Anschauempfehlung. Genau. Und hier würde ich auch gerne noch mal ein Beispiel zeigen. Da geht es nämlich nach Ost-Berlin. Also aus dieser Kategorie so Wiederaneignung. Genau, neben diesen Krisenproblematisierungen und den unterschiedlichen Herangehensweisen damit gibt es auch noch so ein weit verstreutes Feld anderer Beispiele inhaltlicher Schwerpunktsetzung und Herangehensweisen. Zum Beispiel von so Aneignung des Themas westdeutsch sozialisierter Musikerin, die ich jetzt hier aber mal außen vor lassen würde. Also das war jetzt eher so das, was macht so die große Menge aus und was ist so das Dominierende in der populären Musik der letzten Jahre. Genau, und dann kommen wir zu den Schlüssen. Analyse, wer spricht hier warum über was? Wie schon klar geworden ist, es geht hier vor allen Dingen um Krisen- und Problemwahrnehmungen mit unterschiedlichen Umgangsweisen. Also das kann als so eine ausgeprägteste Form der Auseinandersetzung mit ostdeutschen Erfahrungsräumen erstmal angenommen werden. Warum ist das so? Einmal natürlich gibt es, also kann man sagen, dass so diese, also die tatsächlichen Probleme, die es halt gibt, vermehrt auch in so einer künstlerisch-musikalischen Auseinandersetzung auf den Tisch kommen. Und das hat, denke ich, schon auch einfach was mit so einer Öffnung der Erinnerungskultur so ungefähr in den letzten 15 Jahren zu tun, andere kritische Perspektiven, weil diese Erfolgs-, Einheits- und Freiheitserzählungen auch einfach mit einer eigenen Krisenwahrnehmung, Stichwort Pegida, AfD und so weiter, zunehmend schwieriger wird und auch zu Recht schwieriger wird. Und dann hat das aber auch noch damit was zu tun, wer sich hier musikalisch äußert, beziehungsweise für wen sich diese Sprechräume auch eröffnen. Und so mal, das ist jetzt so ein bisschen aus der Hüfte geschossen, aber ich denke, wir sehen hier in diesem breiten Feld, wo jetzt sozusagen die toten Krekuren im Kofferraum, die wir gerade gesehen haben, auch nicht unbedingt typisch sind, in diesen Krisenerzählungen so überwiegend sind die Protagonisten, die diese Musik machen, vor allen Dingen so in den 80er bis 90er Jahren geborene Männer mit DDR, also einem eigenen DDR-Hintergrund oder einem DDR-Familienhintergrund, sowohl vom Land als auch aus den kleineren und größeren Großstädten. Also ich würde sagen, dass so der ländliche Raum da gar nicht so schlecht repräsentiert ist. Genau, die auch so eine schon deutlich linke bis eher linke Einstellung mitbringen, sozusagen.
Und ich glaube, das ist so wichtig im Kopf zu behalten, von also wessen Krise sozusagen und die Auseinandersetzung damit so im Feld populärer Musik eigentlich repräsentiert wird. Und wen das vielleicht auch anspricht oder wen nicht. Und was hier entsprechend wenig bis gar nicht vorkommt, sind halt migrantische oder postmigrantische Perspektiven, Perspektiven von Rassismusbetroffenen, wenig Perspektiven von Frauen und Queers. Ich sage das hier erstmal nur so feststellend, aber ich finde so die Frage, warum das so ist und wer jetzt hier warum spricht, schon ganz interessant. Da können wir dann auch sehr gerne nochmal drüber diskutieren. Genau. Und ich habe auch noch ein paar Thesen vorbereitet. Ich war auch inspiriert durch das Thesenformat von dem heutigen Abend hier. Ich hab mich kurz gefragt, welchen Song kann man jetzt auf der Demo spielen, aber bin dann eher zu dem Punkt gekommen, dass es so darum geht zu schauen, was so dieses Spektrum, was ich jetzt hier mal ganz kurz angerissen habe, so über Zustände erzählt und welche Haltungen und Herangehensweisen man daraus vielleicht übernehmen oder mitdenken kann. Erstens, also diese musikalische Bearbeitung ist größtenteils Teil von einem größeren Krisen- oder Problemdiskurs über den Osten. Also auch innerhalb und aus Ostdeutschland, Ostdeutsch-Sozialisierten. So, und ich denke, das ist erstmal wichtig und okay, weil Repräsentation und Anerkennung dieser Problemlage eben eine Voraussetzung für die Bearbeitung davon ist. Zweitens, das Prädikat besonders wertvoll für Musik gibt es von mir persönlich, für Erzählungen, die längere Linien und Kontinuitäten in dieser DDR-ostdeutschen Geschichte herausstellen, nach wie vor für Kritik an Einheits-, Freiheits- und Erfolgserzählungen. So, das ist schon sehr deutlich unter Druck geraten, ne, aber ich glaube, das ist immer noch dominierend vielleicht. Und vor allen Dingen auch Erzählungen, die Ambivalenzen herausstellen, so Eindeutigkeiten der Erfahrung herausfordern. So, und viel in der Musik spiegelt das auch schon wieder. Drei, lieber Finger weg von ostdeutscher Identitätspolitik. Das meint jetzt nicht Erkunden so von eigener Herkunft und Prägung. Das soll und muss natürlich Raum haben. Das meint jetzt vor allen Dingen erstmal Ausdrücke rechter Identitätspolitik. Also die Ostdeutschland über Gegensatzzuspitzungen als homogen und dann auch als überlegen oder eigentlich überlegen darstellen. Ob sowas dann auch sozusagen in der linken Identitätspolitik möglich ist, ich würde da ein großes Fragezeichen dran machen. Ich sehe wenig positive Beispiele dafür. Auch das würde ich aber auch in die Diskussion geben. Und vorletzter Punkt, viertens, lasst uns auf die Lücken und Brücken schauen. Genau, das meint einerseits eher oder stark marginalisierte Perspektiven, die eben, also wie es eben oft missverstanden wird, kein Nice to Have oder irgendwie Repräsentationsselbstzweck sind, sondern eben immer auch die Normalität der Dominanzgesellschaft herausfordern. So. Und ich glaube, dass es in der Sinne von einer emanzipatorischen Politik für alle auch immer für alle Sinn macht. Und das meint andererseits Ansätze, die Themen, Zeiten oder Perspektiven verbinden, die erstmal nichts gemeinsam zu haben scheinen. So, und Beispiele für diese zwei Punkte gibt es in der Musik relativ wenig. Was ich gerade noch gesehen hatte, fand ich ganz interessant, ist das Lied Mein Revier. Das ist eine Kollaboration von Echo Fresh, Hakan Abi, G-Style und Finch, die so, also deren sehr ostdeutscher Rapper ist, die da zusammen eine Kollaboration gemacht haben. Schaut euch das gerne mal an. Oder zum Beispiel auch sowas sehr Interessantes wie Max Herre feat. Veronika Fischer, die zusammen eine Neuinterpretation des alten Pantaré-Klassikers Nachts gemacht haben. So, ich weiß gar nicht, wen das anspricht und was das bringt, aber ich finde das erstmal richtig spannend, dass es da irgendwie so eine Wiederaneignung gibt irgendwie, ne? Ja. So, ich habe schon gesagt, da geht relativ wenig in der Musik bisher. Dass da aber was geht, also dass da auch kulturell was geht, sehen wir vor allen Dingen in der Literatur. Also Romane wie zum Beispiel Jackie Thomae, Brüder, Olivia Wenzel, Tausend Serpentinen Angst, durchaus auch Myrna Funk oder für eine ostmigrantische Perspektive zum Beispiel auch Berlin liegt im Osten. So, also da entstehen Sachen. So, ne? So vor allen Dingen erstmal in der Literatur, die scheint da irgendwie vorne wegzugehen. Und vielleicht ist es auch für eine Musik eine interessante Perspektive. Und dann letzter Punkt, ganz im Sinne von
Es gibt noch viel zu erzählen und was machen wir aber auch darüber hinaus, so über Problemfeststellung, let's start a band. Ne? Ihr könnt euch alle angesprochen fühlen, das zu machen oder andere Leute dabei zu unterstützen. Oder auch ein Rap-Kollektiv natürlich auch. Das war der inhaltliche Teil, Dankeschön. Es gibt noch einen kleinen Abschluss vom Abschluss. Ich wollte noch meiner Kollegin Anna Lux danken, mit der ich in diesem Forschungsprojekt zu dem Thema gearbeitet habe. Die letzten Jahre, da kommen ganz viele wichtige Impulse und auch Feedback. Danke, Anna. Ja, genau. Und wir haben auch so ein Transferprojekt gemacht, damit ihr nicht unbedingt die wissenschaftlichen Aufsätze lesen müsst. Das heißt 89 Groß Pop, da findet ihr so ganz viele Beispiele aus unterschiedlichen Medien. So. Da habe ich hier noch ein paar Flyer. Und jetzt gibt es natürlich noch ein Abschlusslied. Ne? Ich kommentiere das nicht, vielleicht könnt ihr was draus mitnehmen.